Wann und wo war der erste Kampf Joe Louis gegen Max Schmeling? New York 72, Punktsieg für Ali. Bisschen aus der Übung, was? Das wäre eine Katastrophe, wenn der die Kinder bekommen würde. Der kommt ja nicht mehr mit sich alleine klar. Sie ist unausgeglichen, übernervös und immer, immer in Hetze. Versprichst du mir was? Alles, was du willst. Wir müssen immer zusammenbleiben. Tschüss, mein Schatz. Ihr werdet nett zu ihr sein. Und du besonders, Charlie. Die soll nur kommen. Die sind geklont. Wir müssen uns getrennt haben, als wir noch ganz klein waren. Einfach rabiert. Zack. Das sieht aus wie Kuhscheiße. Welche von euch ist nun welche? Jetzt bist du ich. Dass alles klappt. Und überhaupt, was ist hier eigentlich los? Woher kommt dieser Ordnungswahn? Du bist ja schlimmer als deine Mutter. Luise! Seit wann kannst du überhaupt schwimmen? Weil du nie Zeit für mich hast. Wenn sie nicht sofort aus dem Weg gehen, lass ich sie fallen. Ich hab dir doch gesagt, dass das jetzt nicht geht. Nein, Luise, und jetzt bitte. Aber warum denn nicht? Ich denke, ihr habt euch noch lieb gehabt. Was weißt du schon, was er braucht? Sie bestimmt nicht. Er liebt sie sowieso nicht. Warum weißt du mir was? Weil ich mir einfach noch nicht sicher bin. Kann ich mal Ketchup kriegen? Luise. Gott, wie peinlich. Es gibt Momente im Leben, da muss man die Notbremse ziehen. Du bist Charlotte. Schweinebande. So einfach, wie ihr euch das vorstellt, dass eure Eltern wieder zusammenkommen, ist das nicht. Damit ihr es wisst, uns kriegt ihr nicht nochmal auseinander. Nie wieder. Charlie und Louise, das doppelte Lottchen. Nach dem Roman von Erich Kästner. Da lebt man 10 Jahre, Tag und Nacht zusammen. Und die Eltern merken nicht, dass eine andere da ist. Dabei sind wir doch völlig verschieden. Was darf es denn sein, die Damen? Schokoladeneis mit Sahne, bitte.